6,5 Stunden später. Ja, hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Terraria. Ich war gerade eben unten in der Hölle und habe unsere Ausrüstung zurückgeholt. Was muss ich da erleben? Wir kommen zurück und das Auge von Cthulhu ist da. Ungefragt ist es einfach da. Okay, dann machen wir jetzt halt mal einen kleinen Bosskampf. Auch wenn der so nicht eingeplant gewesen ist. Schon gar nicht so. Das Vieh hält einiges aus, wie wir gerade eben sehen. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, das ist deswegen da, weil wir jetzt mal irgendwie aus der Hölle lebendig zurückgekommen sind. Bin gerade eben hier gespawnt. Ich wollte eigentlich gar nicht. Wo ist er? Da ist er. Ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir bekommen ihn, glaube ich, runter. Oh, jetzt ist er aggro. Ah, nicht beißen. Nicht beißen, habe ich gesagt. Das sagt man schon kleinen Kindern. Ah, diese Schneebazooka ist einfach geilo. So, und gleich dürfen wir ihn haben. Oder er uns, je nachdem. Wir haben ihn. Na also. Hat er irgendwas gedroppt, was noch irgendwie erwähnenswert ist? Das Schlimme ist, ich wüsste es jetzt gar nicht. Crimson Ore. Mal die Erde weghauen. Pilze. Ach, unser Bergmannshelm. Stelle ich gerade eben fest. Sonst noch hier irgendetwas gerade eben? Ich weiß es jetzt gar nicht. Oh, okay, also wir haben auf jeden Fall unfreiwilligerweise jetzt hier gerade eben meinen Boss bekämpft und besiegt. Ich würde einfach mal sagen, dass wir als allererstes jetzt mal unsere Sachen aufräumen. Oder Moment, wir könnten es eigentlich auch gleich mit einer Verkaufsorgie beginnen. Geschäft. Geschafft, Geschäft. So, die Dinger behalten wir nochmal. Das Zinnzeug. Also ich habe mir mal zwischenrein mal eine Rüstung gebaut. Das brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Die Eisenspitzhacke behalten wir mal als Ersatz. Die Javelins. Die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Zinnaxt kann weg. Dinge, die wir sonst noch verkaufen, den Granitblock. Also wir haben nicht geschafft, weswegen wir in die Hölle gekommen sind, aber wir haben es immerhin geschafft. Oh, wir haben Obsidianziegel, das ist schon mal nicht schlecht. Aber wir haben es immerhin geschafft, lebendig wieder rauszukommen. Und so gesehen können wir uns, was das angeht, erstmal nicht beschweren. Obsidianplattform haben wir da, den Webslinger haben wir da. So, wir lagern jetzt erstmal ein. So, Moment, ich glaube, wir machen jetzt hier einfach eine neue eigene Kiste. Hatten wir nicht irgendwo? Da haben wir, genau. Ah, Moment. Wir brauchen eigentlich nur eine Kiste. Wir definieren jetzt hier einfach eine neue Kiste hin. So, genau hier. Und da tun wir jetzt unsere Ersatzausrüstung rein. Falls irgendetwas fürchterlich schief geht, haben wir dann hier ab jetzt Ersatzausrüstung drin. Den Eisbumerang, den definiere ich jetzt auch mal zur Ersatzausrüstung. Wurfmesser definiere ich mal zur Ersatzausrüstung. So ein Recall Potion können wir auch mal mitnehmen. Dornentrank. Ah, das ist geil. Auch Angreifer leiden Schaden, tun wir auch mal was rein. Ungefähr die Hälfte unserer Heiltränke tun wir da rein. Ansonsten Höhlenforschertrank behalten wir nochmal. Ah, die Zinnklamotte können wir gleich noch verkaufen. Das Dumme ist, wir hätten halt so ein Eisenmirror vielleicht noch mitbehalten sollen. Also nicht gleich verkaufen, aber jetzt ist es schon passiert. So, okay, dann können wir jetzt hier noch das hier kurz verkaufen. So, also wie gesagt, wir haben es lebendig aus der Hölle geschafft. Es war mega anstrengend. Ich habe wirklich mehrere Runs gebraucht. Ich habe es dann auch, das habe ich euch nicht gezeigt, das war super, super schwer. Da unten sieht es jetzt auch ein bisschen anders aus als ursprünglich. Ich bin, glaube ich, 6 oder 7 Mal gestorben bei dem Versuch. So, verkauft. Jetzt haben wir hier diese Marble Doors, die ich einfach nur hübsch finde. Da tun wir doch gleich mal hier eine einbauen. So. Wunderschön.
Und ja, also wir kommen schon noch in die Hölle, Leute, keine Sorge. Moment, das ist ja eigentlich gar nicht die Ersatzteilkiste hier. So, wir werden schon noch genügend Zeug aus der Hölle rausholen. Aber momentan, na, wir tun hier immer die Sachen alle rein, von denen ich auch einfach keinen Plan habe, was das sein soll. Nachteulentrank brauchen wir nicht, Höhlenforschertrank haben wir ja. Die Pilze sollten wir echt mitnehmen. Also ich glaube, wir sollten echt mehr von den Pilzen häufiger dabei haben. Oh, Moment. So. Ein paar Heiltränke lassen wir auch noch hier. Slushblock. Was will ich mit dem Slushblock? Topaz haben wir hier noch ein paar. Haben wir da schon ein paar irgendwie auf Lager? Ich weiß es nicht, aber wir haben nochmal einen davon. Noch mehr Glibber irgendwo. Ah ja, das Eisbad-Banner haben wir. Pff, ich weiß gar nicht, für was wir das brauchen. So. Und wir können jetzt natürlich... Oh! Crimtane Bar. Was ist denn eine Crimtane Bar? Keine Ahnung. Und wir können einen Large... Für fangen die Gem. Es fällt, wenn du stirbst. Was? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt mir sagen soll. Aber wir haben jetzt hier einige Crimtane Bars, wie ihr seht. Tendobor, Bloodlust Cluster, Blood Butcher. Das sind auf jeden Fall bessere Waffen, wie ihr seht. Tendobow, Flash Catcher. Also es ist schon mal jetzt hier toughes Zeug, was wir hier sehen. Und was bist du? Silberbarren. Ich habe keine Ahnung, wo wir dieses Erz her haben. Aber... Moment... Ah, wir haben gar kein Silber mehr, fällt mir gerade eben auf. Okay. Ich weiß nicht, was. Ich weiß jetzt nicht, was wir mit diesem Crimtane Bar machen können. Also ihr seht auf jeden Fall, das sind interessante Waffen. Das ist eine Axt, die hat eine richtig krasse Axtmacht. Das gehört auf jeden Fall zu den besseren Sachen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, warum wir daraus keine Spitzhacke herstellen können. Schwacher Rückstoß und schnell. Cluster. Das hat langsam. Ich weiß gar nicht, was das für eine Waffe ist, aber es ist teuer, deswegen will ich es nicht machen. Flashcatcher. Das ist so. Der Name, der ist schon irgendwie bedenklich, wenn man so drüber nachdenkt. Was mache ich jetzt mit diesem Large Diamond? Ich glaube, diese Dinger hier stelle ich jetzt einfach mal auf. Die blockieren einfach nur jede Menge Platz. So, dann tun wir mal die Sachen hier rein, von denen ich einfach nicht weiß, was ich damit noch tun soll. So. Haben wir es mal da reingetan. Und gut ist, eine Tür haben wir noch übrig. Ein Slushblock ist hier. Warum habe ich einen Slushblock? Dynamit. Lehm hatten wir doch auch irgendwo aufgehoben, aber anscheinend nicht hier. Obsidianziegel, die brauchen wir anscheinend auch nicht. Oh, da draußen ist ein Händler. Der war vorhin schon mal da. Und ich sammle erstmal hier. Es war nur Dreck. Okay. Geschäft, denn der hat hier, guckt euch das mal an, hier eine richtig geile, das G, was auch immer das G sein soll, aber es ist 4 Abwehr, 5% Increased Damage in Critical Strike, 10% Increased Melee in Movement Speed, das ist etwas, was ich haben will. So, gekauft, ich meine, ist auch gar nicht so teuer. Portabler Zementmixer. Increases Wall Placement Speed, ja, okay, das bringt mir irgendwie nichts. Crimson Cloak, Mode-Item, bringt uns nichts. Sitting Ducks Fishing Pole. 35 Gold! Fishing Power. Mode-Item. Careless, was ist das? Okay, das sind nur Sachen, die platziert werden können. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall hier dieses G-Teil da. Ist auf jeden Fall besser als das, was wir vorher hatten. Und deswegen wollte ich das jetzt haben. Den habe ich nämlich vorhin schon mal gesehen, aber da hatte ich kein Gold, weil alles Gold, was wir hier hatten, ist ja unten runtergefallen. Und ich bin echt am überlegen, ob wir dem nicht eine Bude bauen sollten, aber auf der anderen Seite wohin? So, Moment. Das gehört dann jetzt hier auch zur Kategorie Ersatzausrüstung. Und jetzt planten wir hier mal diesen Blödsinn dahin. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwas taugen. Aber wenn sie hier stehen, stehen sie da, dann stehen sie nicht woanders. So. Oder nehmen zumindest nicht irgendwo Platz weg, wo er nicht Platz... wo wir ihn halt vielleicht anderweitig brauchen. So.
Slush-Block. Jetzt tue ich halt mal einfach hier alles rein. Dieses Matsch-Zeug und Obsidian-Zeug. Obsidian-Ziegel. Granit-Block. Ich weiß nicht, was man daraus herstellt. Was ist denn das? Kaktus-Workbench. Okay, wir können... Aha, Obsidian-Ziegel. Okay, das sind einfach nur so Sachen. Klebriger Leuchtstab. Wir brauchen auch wieder Holz. Und ich möchte auch wieder runter in die Hölle. Definitiv möchte ich da wieder runter. Um, Moment, aber dafür... Ja, wir nehmen auf jeden Fall einen Stein mit. Der Stein hat mir dort sehr, sehr gute Dienste geleistet. Wir müssen hier gleich wieder Schneebälle herstellen. Denn wir haben einiges an Schneebällen verloren. So. Nochmal 100 obendrauf. Ich will hier quasi voll ins Gefecht gehen. So, 999. Perfekt. Wir haben eine Tür übrig. Warum haben wir eine Tür übrig? Ach, ich weiß warum. Wir haben sie ja woanders weggemacht. Wir haben die Marble Door dahin gemacht. So. Das hier ist Crimson Seed. Oh Gott, wir haben Eisenerz. Wir haben 99 Eisenerz. Wir müssen echt mal Eisenerz verhütten. So, das machen wir mal schnell. Wir haben auch einfach zu viel Stein, man sieht's. Wir haben einfach zu viel Stein. Ah, da haben wir's ja. Eisenbarren. Ich habe rausgekriegt, dass man es mit Rechtsklick dann doch beschleunigen kann. Oh, was ist denn das? Was Nutzloses. Okay. Wir können natürlich jetzt jede Menge Eisenausrüstung herstellen. Zinn. Zinn haben wir auch einiges. So, aufgeräumt. Und genau, da drauf. Und Eisenbarren haben wir jetzt auch ordentlich genug. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder gut ausgestattet. Holz brauchen wir noch. Dürfen wir nicht vergessen. Was ist das hier? Schlickblock. Der Schlickwehr wird uns nicht umbringen. So. Wir gehen als aller... Wir haben keine Axt. Wir haben keine Axt. Das ist natürlich ganz großartig. Ohne Axt fällen wir natürlich wie immer keine Bäume. Mal gucken. Ich will natürlich jetzt hier nicht eine von diesen übertriebenen Dingern machen. Aber eine Eisen... Axt geht nicht. Warum geht es nicht? Weil wir kein Holz haben. Ernsthaft, wir haben kein Holz. Wir haben kein Holz und das ist jetzt unser Problem. Haben wir hier irgendwie noch eine Axt drin? Nein, weil ich so schlau war und sie unten alle weggeworfen habe. Ja, ich habe sie wirklich alle weggeworfen. Jetzt müssen wir tatsächlich für 4 Silber hier so ein... Oder können wir Holz kaufen? Nein, können wir nicht. Wir müssen tatsächlich eine Kupferaxt kaufen. Tja, der Typ weiß, wie wir uns ownen können. Oder wie wir uns selbst ownen. Das Lustige ist, es ist irgendwie so ein Ninja-Anzug, den wir jetzt haben. So, als allererstes... So, wir haben jetzt gerade eben die Folge, wo wir uns eigentlich mehr oder weniger jetzt erstmal wieder aufstocken. Um überhaupt, ja, konkurrenzfähig zu sein. Um wieder runtergehen zu können. Zuvor hatten wir diesen Luxus ja nicht... Wir hatten ja nichts. Naja, wir hatten schon was, aber ihr wisst, was ich meine. So, mein Silberstreitaxt. 50% Axtmacht. Wir sind heute ein bisschen arrogant und nehmen gleich mal Silber. Hammer, 45%. Wie ist es mit Eisen? Der hat nur 40. Dann nehmen wir einen Silberhammer. Wir haben genügend Silber. Können wir uns echt leisten, Leute. So, Silberaxt. Aber, den Hammer, den lassen wir hier. Den brauchen wir ja unten eigentlich nie. Wobei... Ja, doch, wir nehmen ihn mit. Dann lassen wir das da nochmal da. Das hier brauchen wir nicht die ganze Zeit. So, und ja. Das hier ist jetzt tatsächlich Ersatz, denn wir haben Geld dafür ausgegeben. So, okay. Und jetzt nochmal ein bisschen episch Holzfarmen gehen. Tja, irgendwie passt das jetzt zu uns, wenn wir hier so Ninja sind, ne? So, einfach mal schnell Holz hacken. Ja, geht deutlich schneller. Oh, jetzt haben wir nur ein Stück davon abgehackt. Jetzt haben wir lauter Boreal-Wood-Zeug, aber das ist mir egal. Aber kurz oder lang sollten wir echt mal anpflanzen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch demnächst mal.
Oder was heißt demnächst? Das machen wir jetzt. So, Moment. Ich war ehrlich gesagt total überrascht. Ich kam gerade eben zurückteleportiert aus der Hölle. Und wollte nur das Zeug einsammeln. Und dann ist da das Auge von Cthulhu. Dadurch, dass wir das Auge von Cthulhu jetzt geschlagen haben, haben wir auch irgendwas getriggert. Ich glaube, wir können jetzt theoretisch... Ich weiß gar nicht. Irgendwas haben wir getriggert damit. Das Problem ist, ich kenne mich einfach mit dem Spiel nicht gut genug aus, ne? Also, ich gebe es ja auch wenigstens zu. So, Moment, wir können jetzt hier planti... was? Ich will hier planten. Eigentlich wollte ich den da hinten treffen. Ach, diese Schleimis. So, Nummer 8. Zap, 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 zap. Und zap, zap, zap. So, wir planten jetzt hier einfach mal. Einfach mal alles voll geplantet. Holz haben wir jetzt genug. Ich bin am Überlegen, ob wir für den Kollegen jetzt nicht einfach mal hier eine Bude machen. Denn der hat eigentlich ganz, ganz nette Ausrüstung. So, einmal, zweimal. Ja, da müssen wir einfach hier runter. Ja, einfach mal hier aufräumen. Das machen wir diese Runde noch. Oder wir fangen es zumindest schon mal an. Wir müssen ja nicht auf beiden Seiten jetzt hier gleich richtig loslegen. Na? Und so. Da müssen wir auch noch. Gut, 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 gut. Dann haben wir jetzt hier die Steine. Wo haben wir sie denn? Steinblock. Kann ich hier ohne Werkzeug? Nee, kann ich nicht. Okay, dann müssen wir jetzt wieder hoch. Wir brauchen jetzt diese Profisteine natürlich machen. Oh Gott, die unterhalten sich. Wie geil ist das denn? So, Moment. Grauer Ziegel. So, 54 fürs Erste. Da, grauer Ziegel. Davon. Einmal und... Wo ist der graue Ziegel? Ist der schon weg? Nee, da haben wir ihn. So, okay. Wir bauen so schnell wir können. Wir tun, was wir können. Das klingt nicht immer sehr, sehr vertrauenserweckend, wenn man das so sagt. So, ich glaube, das ist auch richtig so. Von der Höhe her. Ah, jetzt haben wir das versehentlich hier. So. Genau so. Und rein mit uns. So. Ich möchte ja schließlich, dass der Kollege... Ach, das geht nicht, weil ich es nicht mehr angesetzt hatte. Okay. So. Ich weiß nicht, ob es reicht. Momentan bezweifle ich es. Könnte knapp werden. Hat aber scheinbar gereicht. Gut. Zack, 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 zack. So, Moment. 9. Ja, hier machen wir erstmal nochmal zu. Da sollte ich eigentlich... Moment, da können wir jetzt aber hier solche... Teile dahin machen. 8. Zack, zack. Und dann bauen wir mal ganz, ganz schnell für den Kollegen hier... eine entsprechende Wohnausrüstung. Genau, da haben wir es. Ein Stuhl. Ein Tisch. Ich möchte nicht, dass der irgendwie geht. Das wäre blöd. So, Moment, dann planten wir den Stuhl dahin. Den Tisch natürlich dahin. Und wir machen Licht. Verklicke mich jedes Mal, wenn es ums Licht geht. Nicht gehen, nicht einfach gehen, bleib da. So, Moment. Eine Tür. Dip, 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 dip. Ich glaube, so schnell haben wir es noch nie gemacht. So, der werte Herr. Schließen, Geschäft, Moment. Ach, nee, den kann ich gar nicht. Aber ich kann sie jetzt hier einladen. Okay, dann machen wir es so. So viel dazu. Wir haben jetzt die Hairstylistin. Das ist einfach nur ein Händler, der einfach so vorbeikommt. Der will gar nicht bei uns wohnen. Wir sind ihm nicht gut genug. Aber, ja, okay. Er verkauft immerhin gute Sachen. Also,
Von daher will ich es ihm nochmal verzeihen. Moment. Genau, wir haben jetzt hier einiges an Boreal Wood. Ja, und wir machen dann beim nächsten Mal weiter hier. Ich mache hier gerade eben nochmal ein paar von den Teilen. Auch wenn wir die meiste Zeit jetzt mit unseren lustigen Kletterärmchen da arbeiten, ist es kein Fehler. Ja, Moment. Ersatzausrüstung schreibt für mich jetzt auch persönlich vor, dass wir so ein Teil Holz noch da haben, denn das hat mir das letzte Mal voll das Genick gebrochen. Also, das war extrem schwierig, natürlich. So, einmal so. Und so. Ja, das hat mir voll das Genick gebrochen gehabt, einfach, dass ich hier nichts hatte als Ersatz. Und das war dann tatsächlich sehr, sehr schwierig. Aber lange Rede, kurzer Sinn, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben unser Zeug jetzt wieder. Und es wird wieder in die Hölle gehen. Wir gucken mal, dass es das nächste Mal vielleicht der Fall ist. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.